Heutige Übung, Püti und Co., Euklid, wie sie alle heißen. Ne? Wir beschäftigen uns mit Räumen, also vor allem mit der Praxis. Mal ein Richtwert, das ist so Seite 202. Da gucken wir mal nach und davor und danach, also auf diesen Seiten, da ist was los. Ich nehme es mal als Aufhänger, und zwar die Aufgabe 3a sieht so aus. Da habe ich einen Korpus, lauter rechte Vinculus. Und in dieses Korpus hineinus male ich os noch was os. Werdet gleich sehen os. Und zwar gesucht ist diese Linie hier, die von der Ecke zu der Ecke geht. Die Längen, die gegeben sind, die haben sie, schreibe ich mal in gleicher Farbe ran, 2 cm, 2 cm, 2 cm. Sieht aus wie ein Würfel, ne? Legt mal los, schnell. War einfach, in diesem Fall sagt man, naja, hier unten bildet sich ein grünes rechtwinkliges Dreieck, das hat hier einen rechten Winkel unten liegen. Und wenn ich da diese Flächendiagonale ausrechne, dann komme ich auf 8 Quadratzentimeter. Ich nehme das gleich, ich will die gar nicht wissen, ob die Wurzel aus 8 da ausgerechnet ist, ist unwichtig. Denn ich kann dieses 8 Quadratzentimeter, diese Größe gleich hier unten wieder verwenden. Denn hier bildet sich noch ein Dreieck. Ne? Das steht auf der Flächendiagonalen, dieses rechtwinklige Dreieck. Und E lässt sich dann ganz einfach errechnen, indem ich 4 Quadratzentimeter hier von, hier sind ja auch 4 Zentimeter, 2 Zentimeter und das Quadrat sind 4 Quadratzentimeter plus diese 8 Quadratzentimeter und dann Wurzel draußen nach dem was. Gut, ihr macht dann mal einfach, wenn ihr übt, auf der gleichen Seite das mit anderen Größen weiter, da haben wir noch andere Körper, also auf dieser Seite 202 sind da so ein paar Fragen. Wäre jetzt albern, das Ganze nochmal zu machen, aber ich werde jetzt gleich meine Aufgabe skizzieren. Übrigens hatte ich hier fälschlicherweise an der Stelle noch einen Quadratzentimeter stehen, habe ich dank Hinweis einer Schülerin gelöscht. So, ich habe die Wurzel hier abgeschlossen, ne, deswegen. Ich male mal eine Aufgabe auf, die scheint mir relativ, ein bisschen lustiger. Mal sehen. Die Aufgabe heißt, an einer Straße wird ein 60 Meter langer Lärmschutzwall geplant, dessen Querschnittsfläche ein gleichschenkliges Trapez sein soll. Aufgabe A berechnet die Länge seiner Böschung. Was ist die Böschung? Hier, das hier. Das ist eine Böschung. Die Länge der Böschung berechnen. Also gesucht. Das war gegeben. 60 Meter lang soll dieser Lärmschutzwall sein. Und gesucht ist die Böschung. Hier haben sie die Böschung genannt S. Ich mache mal S draus. S, ne? Böschung S. Nennen wir sie S. Und Aufgabe B komme ich dann gleich drauf. Na, dann schießt mal los. Ja, ich habe das so. Mit Winkeln können wir das machen, aber darum geht es jetzt nicht. Hier oben steht noch, dass die Deichkrone 3 Meter lang ist. Also das geht dann, ne? Dann kann man sich letzten Endes hier die Höhe rüberziehen, in die Ecken reinziehen. Hier in die Ecken reinziehen, dann hat man hier ein rechtwinkliges Dreieck, kann die Höhen dann hier übertragen, 3,5 Meter hier unten, bleiben ja 3,5 Meter übrig, weil ich ja 3,5 und 3,5 7 Meter und die 3 Meter 10 Meter insgesamt habe. Der Rest ist dann wieder Püti, das ist nicht das Problem. Jetzt kommt die zweite Aufgabe, also Aufgabe, das war Aufgabe A, jetzt kommt Aufgabe B. Und zwar steht da, beide Böschungen sollen bepflanzt werden. Na schön. Ich habe das schon angedeutet, ne? Beide Böschungen sollen bepflanzt werden, so wie ich das gemacht habe. Das Bepflanzen kostet, schreibt mal mit, 36 Euro pro Quadratmeter. Das Bepflanzen, beide Böschungen sollen bepflanzt werden. Das Bepflanzen kostet 36 Euro pro Quadratmeter, zuzüglich 19% Mehrwertsteuer. Berechnet die Kosten. Zuzüglich 19% Märchensteuer, sagt man mitunter. Also, ist gegeben noch Folgendes. Ruhe. Pflanzkosten sind 36 Euro pro Quadratmeter. Ich muss das jetzt mal ein bisschen schmieren. Zuzüglich 19%
Märchensteuer, Mehrwertsteuer, kürzt man so ab, groß M, groß W, groß S, klein t. So, also, Pflanzkosten. Denkt dran, die Böschung ist 60 Meter lang. Na denn. So, also die Böschungsfläche wird berechnet, diese 4,949 Meter mal 60 Meter, das sind also na, fast 2 mal 5, 10, 600 Quadratmeter, ne? Rund 600 Quadratmeter. Aber wenn man das dann alles eintippt, dann passt das. Dann habe ich also hier 600 Quadratmeter rund, das mal 1,19 und das alles jetzt ganz exakt mit den Kommastellen gerechnet, dann komme ich auf 25.441,8199, also 82 Euro. Das wäre die Bepflanzung. Ich sage mal jetzt ganz kurz was zu der Prozentrechnung nochmal und zur Mehrwertsteuer. Beispiel: Kaufmann A, also Kaufmann A, meinetwegen wie Anton, hat ein Gut und verkauft das an Kaufmann B. Der ist auch Kaufmann. Und zwar dieses Gut ist eine lila Schachtel. Diese lila Schachtel, die kostet, sagen wir mal, im Verkaufsprozess, wenn er das also verkauft, dieses Ding wandert hier hin und verschwindet hier oben, dann hat Kaufmann A dafür eingenommen und freut sich 100 Euro. Wenn Kaufmann A die 100 Euro hat, dann sagt der Staat: Ah, Moment mal, hier wurde etwas, du hast jetzt mehr Wert bei dir im Portemonnaie, so kann man sich's vorstellen. Darauf erheben wir als Staat, damit du überhaupt bei uns handeln darfst, 19% Mehrwertsteuer. Weil du mehr Wert in deiner Tasche hast, so kann man sich's vorstellen. Oh, sagt der Kaufmann, ah, das ist aber schade. Da muss ich also hier, Achtung, ich muss hier Geld abgeben an den Staat. 19%. Und das heißt, man muss errechnen, 100 Euro entsprachen also 119%. 100% für den Warenwert und 19% zusätzlich. Wie viel Euro darf also Olle Kaufmann behalten und wie viel muss er abgeben? Kann ich also sagen, x zu 100%. Und wenn ich das ausrechne, dann komme ich auf einen Betrag, ne, das kann man umstellen, komme ich auf einen Betrag um die paar 80 Euro. Da ärgert sich der Kaufmann, beziehungsweise die Kaufmänner, die sind das alle schon gewöhnt. Das sind Handwerker gewöhnt, das sind alle möglichen gewöhnt. Anderes Beispiel: Handwerker A, also Handwerker ist der jetzt. Und Handwerker A repariert etwas und verlangt dafür als Stundenlohn, also Stundenlohn oder Insgesamtlohn, sagen wir insgesamt, er möchte dafür für seine Leistung des Reparierens ohne Material, möchte er für seine Leistung 200 Euro haben. Jetzt weiß der aber schon, die 200 Euro ist das, was ich als Handwerker behalten will. Ich muss aber diese blöden 19% Mehrwertsteuer noch abgeben. Dann sagt er, naja, wenn der Kunde damit einverstanden ist und das wird ja vorher ausgehandelt ist, muss ich also noch 38 Euro, das entspricht nämlich, das sind 19% Mehrwertsteuer, muss ich diese blöde Mehrwertsteuer dem Kunden auch noch mit draufknallen und der Kunde zahlt insgesamt 238 Euro. Diese 38 Euro, diese Mehrwertsteuer also, ist das Geld, was der Handwerker sofort an den Staat wieder abführen muss. Der Staat kassiert die 38 Euro. Der Handwerker erhält seine 200 Euro, die er sich auch vorgestellt hat. Und der Kunde ist letzten Endes der Dumme und der zahlt drauf. Der zahlt nämlich in diesem Fall die Mehrwertsteuer. Hier, wenn der Kaufmann A das richtig machen würde und sagt, ich möchte 100 Euro behalten, dann sagt der, pass mal auf, Kaufmann B, dann zahle ich, ich möchte eigentlich 100 Euro dafür, aber du weißt ja, ich muss 19% abführen. Dann macht das nicht so, sondern dann sagt er, pass mal auf, wenn ich dann die 100 Euro behalten will, dann berechne ich dir 119 Euro. Denn 19 Euro davon, dieser Anteil hier, der geht mir nämlich flöten, den muss ich an den Staat abliefern. Dann habe ich meine 100 Euro, das ist das, was ich haben will. Das ist das Prinzip, wie man es rechnet, kann ich dann gerne nochmal erläutern, aber das war Gegenstand der 7. Klasse. Ist auch im Video erklärt. Achtung, nochmal. Normale Einkaufspreise. Ich stelle das nochmal hier auf der rechten Seite dar. Einkaufs- und Verkaufspreise. Da ja jeder weiß, jeder, der handelt oder der irgendwas hier in Deutschland macht, da ja die 19% abgeben muss, sagt der gleich: Ich möchte, nehmen wir dieses Beispiel,
238 Euro. Denn ich weiß, 238 Euro entspricht 100%, die ich da drin stecken habe, und nicht meine, sondern des Staates zusätzliche 19%. Er setzt also den Verkaufswert gleich als 119% an, damit er auf die 100%, die er behalten darf, bezogen sagen kann, und das sind nicht X, sondern das kann man hier leicht nachrechnen, das sind dann 200 Euro. Darum geht's. Also das heißt, der Verkaufspreis ist 119% und nicht 100%, und davon rechne ich 90% ab, das nicht, sondern das sind 119%, und davon 90% abrechnen bedeutet, das ist das, was ich behalten kann. Nebenbei, ich hatte mal einen Schüler, habe ich glaube ich schon mal erzählt, der hat gesagt, aha, dann ist es der Bruttopreis. Habe ich gesagt, das ist Brutto. Und dann sagte, ah, Herr Köhler, der kam nämlich aus Italien. Brutto, Brutto kann man sich merken, ist viel teurer, und teurer ist doch nicht schön, ist ja hässlich. Nebenbei, ich bin Italiener. Brutto heißt hässlich. Ab dann ging es bloß noch eine ganze Stunde. Ey, du bist Brutto, und so weiter. Okay, habe ich das ausreichend erklärt? Okay. Wunderbar. Auf Seite 200 ist eine schöne Aufgabe, und zwar der Schulkarzer, also der Knast in der Schule, hat halbkreisförmige Fenster, und so ein Fenster ist 0,8 Meter breit, und damit keiner entweichen kann, sind alle 5 Zentimeter soll da ein Gitter eingezogen werden, ein Gitterstab. Wie viel Material wird also benötigt? Das ist die Frage, das reicht schon. Das Problem bei der Aufgabe ist immer, dass man sich um die Anzahl der Gitterstäbe erstmal rumstreitet. Ich sagte ja, ich lasse jetzt mal die Einheit weg. Hier habe ich 5, hier 5, hier 5 und so weiter. Ich habe das nicht mal richtig maßstäblich gemalt. Erstes Ding, worüber man sich klar werden sollte. Ich habe 80 Zentimeter, die muss ich durch 5 Zentimeter teilen, damit ich die Abstände insgesamt habe. Dann habe ich 16 Abstände. 16 Abstände bedeutet aber, wie viele Gitterstäbe brauche ich? Jetzt haben wir uns hier drüben mal die Sache klar gemacht. Hier habe ich den ersten, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Abstände. Jetzt bin ich bei der Hälfte. Und das Ganze passiert hier nochmal. Hier links brauche ich keinen, denn hier ist Mauer. Dann brauche ich also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Gitterstäbe. Dann kommt der mittlere, und dann kommen nochmal 7 auf der anderen Seite dazu. Wie kommt man aber jetzt an die Länge? Ach so, um sich das Thema kürzer klar zu machen, kann es zum Beispiel sein, ich habe 20 cm Abstände und möchte einen Lattenzaun setzen mit erster und letzter Latte. Mit erster und letzter Latte. Dann habe ich hier 1, 2, 3, 4 mal 5 ist 20. Brauche aber 1, 2, 3, 4, 5. Eine Latte mehr. Wenn ich sage, ich brauche die äußeren nicht, dann brauche ich nur drei Latten und so weiter und so fort. Das muss man sich vorher wirklich mit einer Skizze klar machen. Wenn man das hat, wie kommt man an das Thema ran? Eigentlich relativ einfach. Der Satz des Thales, der hilft uns. Und Satz des Euklid hilft genauso. Wenn ich hier meine 80 Zentimeter habe und hier mit meinem ersten Gitterstab anfange, Nummer 1, sagen wir 1 dazu, dann kommt Nummer 2 und das geht immer so weiter, dann kann ich doch mit dem Satz des Thales Folgendes begründen. Wenn ich hier diesen Punkt hier, egal, wenn ich diesen Punkt hier entsprechend verbinde, ich hole dann einen Schlüssel. Dann habe ich hier ein rechtwinkliges Dreieck. Ich erkläre das mal ganz schnell fertig. Und diese rechtwinkligen Dreiecke letzten Endes bedeuten, dass ich hier wieder in dem rechtwinkligen Dreieck eine Höhe stehen habe. Nennen wir die H1, nennen wir die H2, H3 und so weiter bis H7. Und die letzte, die wissen wir in der Mitte, das ist H-Mitte. Und H-Mitte ist automatisch schon mal 40 cm lang. Aber H1 bis H7 müssen wir berechnen. Und zwar. Jetzt bezogen auf dieses erste Dreieck habe ich hier ein Q und habe ich hier ein P, und H1 zum Quadrat ist Q1 mal P1, bedeutet, hier habe ich 5 cm und hier auf der anderen Seite habe ich noch 75 cm. Das ist H1 Quadrat. H2 zum Quadrat ist wieder Q und so weiter. Mit anderen Worten, ich habe dann hier 10 cm mal 70 cm, und das geht dann sofort. So, das müssen wir jetzt alles ausrechnen. Ich hole in der Zeit mal einen Schlüssel. Jetzt haben wir den ganzen Kram einzeln zusammengerechnet. 7,211 bis H7. Das macht dann erstmal eine Zwischensumme
von 250,029 cm. Das rechnen wir gleich nochmal dazu. Kann man mit dem Taschenrechner schön machen. Haben wir erstmal 430 cm. Noch die 40 cm Mittelstab. Das wäre H8 in der Mitte. Den verdoppeln wir natürlich nicht. Macht insgesamt 470, also das sind 4,7 Meter, die man da an Material schon mal alleine verbaut. Wenn man jetzt noch überlegt, dass das hier oben auch noch mit eingelassen werden muss in die Mauer, wird es noch mehr. So, Moment. Letzte Aufgabe noch, und zwar noch ein Spaß. Man hat in einem Erdölbohrbetrieb hat man Folgendes entwickelt. Also man stellte da irgendwo mitten in die Landschaft einen Erdölbohrturm. Und die Bohrgestänge sind so gemacht, die haben im Bohrkopf haben die eine Automatik, sodass das Ding um die Ecke bohren kann. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel Saudi-Arabien hier vorstelle, und hier ist die Grenze und hier hinten ist meinetwegen ein anderes Land, und ich habe hier mit meinem Erdölgestänge gebohrt, dann sieht das von außen aus, als wenn ich hier senkrecht in die Erde bohre, ne? Ja, aber dieser Erdölbohrkopf, der hat es geschafft, das Gestänge wirklich um die Ecke zu leiten. Und man hat hier hinten die Erdölblase, die aber hinter der Grenze lag, ne? Also wenn ich mir hier vorstelle, hier ist meine Grenze von der roten Linie ausgehend, dann haben die praktisch unten drunter durchgebohrt, unter der Grenze und haben eiskalt andere Dinger angezapft. Folgende Aufgabe dazu. Der Abstand, der horizontale Abstand bis zur Grenze seien 10 Kilometer. Man bohrte offiziell, nehmen wir mal an, hier würde ab Oberfläche das Ding nicht leise um die Ecke gehen, sondern ganz scharf um die Ecke gehen. Nehmen wir es mal an, für uns der Einfachheit halber. Man bohrte und hat insgesamt eine Gestängelänge von 40 Kilometern in die Erde gelassen. Und man weiß aber, es gibt da entsprechende Tiefensensoren, dass man bis in eine Tiefe von nur 3 Kilometer gebohrt hatte. Frage: Wie weit ist das Erdöl entfernt gewesen? Ich hätte auch fragen können, wo hätte ich den Bohrturm also normalerweise hinstellen müssen? Wie viele Kilometer entfernt hier vom wahren Bohrturm hätte ich den eigentlich hinstellen müssen? Das heißt, ich suche die horizontale Entfernung, um genau senkrecht die Blase anzubohren. Das Wichtigste ist, wenn ich mir eine Arbeitsskizze mache, anzufangen. Wenn ich nur gucke, geht's nicht. Aha, 3 Kilometer, nehmen wir mal 3 Kästchen. 3 Kilometer, das ist die senkrechte Linie. Hier drüber steht mein Bohrturm. Und dann 40 Kilometer, also nehme ich hier 40 Kästchen, so viele habe ich hier gar nicht drauf, geht die Diagonale rüber. Hier sind 40 Kilometer. Und dann bleibt bloß noch diese Seite übrig. Und hier habe ich meinen rechten Winkel. Jetzt habe ich das, ist die längste Seite, die dem rechten Winkel gegenüber liegt. Das ist die sogenannte Hypotenuse, nennen wir sie Hypo. Das ist eine Kathete. Und diese Kathete, die suchen wir. Ich könnte auch sagen, zu dem ganzen Kram, das ist Seite C, das ist meinetwegen Seite A und das ist Seite B. Und B ist gesucht. Und wenn ich diese Skizze habe, dann komme ich auf 40 Kilometer in Klammern zum Quadrat ergibt sich aus. Na, 3 Kilometer in Klammern zum Quadrat. Kleinen Moment. Plus B Quadrat. Wenn ich das umstelle, kleinen Moment, dann komme ich auf 900. Kannst du die Zahl nochmal sagen, bitte? Wenn ich dann die Wurzel gezogen habe, nochmal die Zahl, 39,8. 39,88734. Paar zerquetschte Kilometer ist B. So, jetzt gibt es eine Frage. Kam ein schöner Hinweis, ich kann das Ganze auch überirdisch machen. Ne? Ich kann auch sagen, ich würde mir hier mein Arbeitsdreieck so hinmalen, hätte hier einen rechten Winkel, hätte hier diese 3 Kilometer und würde dann oben die oberirdische Entfernung berechnen. Das ist letztendlich egal. Prima. Gut, schließen wir an der Stelle ab. Schönen Feierabend.